Gemeinde TV meldet sich heute direkt vom Messegelände in Wieselburg. Hier findet gerade die Fachmesse für Aus- und Weiterbildungen, Schule und Beruf statt. Solltet ihr gerade in der Situation sein, euch nicht gleich oder direkt zu entscheiden oder entscheiden zu können, in welche Richtung es nach der Schule weitergeht, in eine Lehre oder doch in eine weiterführende Schule, dann hoffen wir euch mit dieser kleinen, aber feinen Interviewrunde heute ein bisschen Entscheidungshilfe geben zu können. Unsere Interviewpartner sind der niederösterreichische Bildungsdirektor Johann Heuras. Grüß Gott. Die Lehrlingsmanagerin bei Haubis Regina Günther. Guten Tag. Jungunternehmer und Filmemacher Tobias Karlinger. Grüß euch. Und der Messechef Werner Rohr. Hallo. Herr Heuras, ich würde gleich gern mit Ihnen starten, weil Sie doch so den Überblick über ganz Niederösterreich haben. Wohin geht denn aktuell der Trend? Wofür entscheiden sich Jugendliche häufiger? Für eine Lehre oder für eine weiterführende Schule? Und warum, denken Sie, ist das so? Naja, grundsätzlich muss betont werden, dass die Bildungslandschaft in Niederösterreich oder generell in Österreich ist eine sehr breite, eine sehr vielfältige. Also das Buffet ist reichlich gedeckt für unsere Jugend, für junge Menschen. Wir haben also die berufsbildenden mittleren Schulen, die höheren Schulen, die AHS, die Lehre. Wir haben also hier wirklich eine breite Vielfalt und eine Wahlmöglichkeit. Und da ist es halt nicht ganz so einfach, die richtige Wahl zu treffen. Und deswegen bin ich sehr froh und glücklich, dass es derartige Einrichtungen gibt, wie diese Messe hier, Beruf und Schule und Bildung, um den jungen Menschen ein bisschen was zu geben, Orientierung zu geben, Ratschläge zu geben, sich ein bisschen umzusehen, was gibt es denn da in der weiten Welt draußen beruflich und auch in der Schule. Und daher heute solche Informationsveranstaltungen für unverzichtbar und ich danke auch der Messe Wieselburg, dass man das macht. Wohin geht denn die Jugend? Die Frage, also etwa die Hälfte macht eine Lehre. Die Lehre ist, glaube ich, international eine beachtliche Sache. Da sind wir wirklich gut unterwegs. Die Lehre wird in der Regel leider unter ihrem Wert geschlagen, aber die Lehre ist ein ganz, ganz tolles Ding, um Karriere zu machen für den jungen Menschen. Der Rest geht dann entweder in einer allgemeinbildenden höhere Schule weiter oder er besucht eine berufsbildende mittlere und höhere Schule in Niederösterreich, wobei es doch ein bisschen schade ist, dass, wenn ich die Situation der polytechnischen Schulen anschaue, die sind eigentlich eine gute Vorbereitung für die Lehre und trotzdem sind aus meiner Sicht zu wenige Schülerinnen und Schüler, die sich für eine polytechnische Schule entscheiden, weil gerade die polytechnische Schule eine Vorbereitung ist auf die Lehre. Und was machen viele Schülerinnen und Schüler? Sie weichen dem aus, besuchen eine berufsbildende höhere Schule, eine HAK, eine HTL, eine HLW und brechen diese dann nach einem Jahr, zwei Jahren ab mit oft sehr schlechten und negativen Noten. Das sind keine guten Erfahrungen. Worum es mir geht, wir haben tolle Angebote, aber wir müssen diese Angebote noch besser an die Jugend heranbringen, damit ihre Entscheidung von Grund auf die richtige ist, damit man kann Schule abbrechen muss, damit man nicht plötzlich von einer Leiter gestoßen wird. Mir geht es darum, dass wir der Jugend die Chance geben, auf einer Treppe Stufe um Stufe nach oben zu gehen und nicht niederzufallen. Und da ist noch ein bisschen Handlungsbedarf bei dieser Frage der Jugend, die richtige Schul- und Berufswahl zu treffen. Können wir noch was tun? Diese Messe leistet einen Beitrag. Aber ob man eher eine Lehre oder eine berufsmäßig höhere Schule machen sollte, da wird es keine Tendenzen geben, dass irgendwo was mehr gefragt wird. Da mache ich jetzt keine Empfehlung. Wichtig ist, dass jedes Kind, jeder junge Mensch, jeder Schüler, jede Schülerin möge das machen, wo das Herz ist. Also das ist das Wichtigste. Was man gerne macht, macht man in der Regel auch gut und mit Freude. Was man mit Freude macht und mit Motivation macht, das macht man auch mit Erfolg. Ich kann nur jedem jungen Menschen raten, sich dem zu widmen, wo das Herz liegt oder wohin das, wo das Herz schlägt. Manche werden dann auch oft falsch beraten, dann gibt es dann auch den falschen Ehrgeiz, den falschen Stolz und das ist leider nicht gut für die Kinder oder für junge Menschen. Sie sollten sich viel ansehen, sie sollten mit vielen Dingen in Berührung kommen, auch handwerkliche Fragen. Sie sollten auch spüren dann und merken, wo bin ich gut, wo habe ich Freude. Sie sollten vieles probieren und sich dann überlegen, was hat man da am meisten taugt. Und dem sollte man nachgehen. Das ist für den einen
das Handwerk, ein kreativer Beruf, eine Lehre. Für den anderen eventuell eine berufsbildende mittlere und höhere Schule, wo er sagt, ich schaue mir das an, im Berufsfeld das zu tun, aber auch mehr oder weniger eine gute Ausbildung und Bildung zu haben. Das muss sich jeder selber überlegen. Brauchen tun wir alle. Wir brauchen sowohl die Abgänger der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, wir brauchen auch jene aus der Lehre, wir brauchen auch die AHS-Schüler, die in der Regel nachher schon ein Studium ergreifen müssen. Brauchen tun wir alle. Weil ich glaube, dass wir in Zukunft nicht uniforme Personen brauchen, um unsere Probleme zu lösen, sondern auch dort brauchen wir dann eine breite Vielfalt von Menschen, die auch breit aufgestellt sind, wo jeder seine Talente hat und wo jeder in der Lage ist, einen Beitrag zu leisten, miteinander, für die Probleme der Gesellschaft. Vielen lieben Dank. Vielleicht schlägt euer Herz für die Lehre oder vielleicht bringen wir das Herz jetzt genau dafür zum Schlagen mit der Lehrlingsmanagerin von Haubis, Regina Günther. Lehrlinge sind quasi dein Beruf. Warum glaubst du, ist es ein Vorteil vielleicht tatsächlich eine Lehre zu machen? Also ich finde es wirklich sehr wichtig oder ich finde als guten Ausbildungsweg, als gute Ausbildungsvariante eben die Lehre. Ab 15, gleich direkt nach der Pflichtschule. Man hat nämlich in der Lehre beides. Man hat zu arbeiten gehen, man hat die Firma, man hat den direkten Draht in der Firma, das tagtägliche Tun. Man hat nicht jetzt irgendwo eine Firma wie in der Schule, das was eine Schulfirma ist, sondern man ist wirklich in einer Firma, wo tagtäglich produziert, repariert, verkauft, gehandelt, entschieden werden muss. Und das ist halt alles kein Spaß, sondern das ist das echte Leben. Und das ist eben diese Praxis, das, was man in der Lehre hat. Und gleichzeitig hat man aber auch die Schule. Und das ist ja nicht nur die Berufsschule heutzutage, die was man gleichzeitig in einer Lehre hat, sondern wir Betriebe lassen uns irrsinnig viel einfallen. Wir haben schon so viele zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten und Varianten. Es gibt mittlerweile nicht nur mehr das Modell Lehre mit Matura, wo wir mittlerweile die Jugendlichen jeden Freitag den ganzen Tag während der Arbeitszeit unterrichten, dass sie berufsbegleitend quasi die Matura mitmachen können. Wir haben ganz viele Ausbildungen in die Richtung soziale Kompetenzen oder ganz viele Sachen, was einfach diese tagtäglichen Dinge fürs Leben sind, wie zum Beispiel eine Kostensensibilisierung. Wie gehe ich mit den Kosten von mir selber um, mit einer Haushaltsrechnung, was man mit einer macht? Wie gehe ich aber auch mit den Kosten von der Firma um? Weil das ist wesentlich, wie ich nachher meine Entscheidungen treffe. Und man bleibt ja nicht der Lehrling in der Firma, sondern man wird ja nachher die Fachkraft. Und wenn man die Fachkraft ist, dann man hat immer mehr Verantwortung. Und man sieht halt im Unternehmen, man spürt halt sehr früh die Verantwortung und das schraubt sich immer weiter nach oben. Man hat immer mehr Verantwortung und man trägt immer mehr zum gemeinsamen Erfolg vom Unternehmen eigentlich bei. Und diese Verantwortung wird tatsächlich ja auch gleich bezahlt. Genau, ist richtig, ja. Das ist halt ein weiterer Vorteil. Man bekommt halt mit 15 Jahren sein eigenes Geld und das Lehrlingseinkommen heute, das ist nicht mehr ganz schlampig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Lehrlinge verdienen wirklich schon gutes Geld und man muss halt dann nicht mehr wegen jedes Mal Kino gehen, fortgehen, Handyrechnung, Moped, tanken, Versicherung. Man muss jetzt nicht mehr die Mama fragen und den Papa ansudern, sondern man wird wirklich, also wir sehen das bei unseren Jugendlichen mit 15, 16, 17, sie werden wirklich sehr schnell selbstständig auf jeden Fall und auch sehr unabhängig von den Eltern. Das, was uns bei den Elterngesprächen nachher immer wieder gesagt wird, die sagen, hey, was habt ihr mit unseren Kindern gemacht? Die sind auf einmal so selbstständig, die organisieren sich alles. Und das gefällt uns dann immer. Also es gibt mittlerweile Lehrlinge, die haben mit 15 Jahren eigene Wohnung, in der sie wohnen, weil es weiter weg ist. Und dann müssen sie von Montag bis Freitag allein sein. Da kann halt nicht die Mama jeden Tag die Jausen und den Gagau herrichten. Vielen Dank, Regina Günther von Haubis. Tobias Karlinger, du bist Jungunternehmer, du hast eine eigene Filmfirma in Wieselburg und auch Angestellte und viele deiner Angestellten sind den Schulweg gegangen, haben die Matura gemacht, danach teilweise auch noch studiert. Ab wann würdest du einem Jugendlichen empfehlen, tatsächlich in eine weiterführende Schule zu gehen und diesen Weg einzuschlagen? Da ist die Frage, muss es eine weiterführende Schule sein? Überhaupt in der Filmbranche, da haben wir das Glück, kann man sich sehr viel selber beibringen. Es ist jetzt kein Job wie Krankenschwester, wo man wirklich eine Ausbildung braucht.
Und wir haben in unserem Team einige, die Quereinsteiger sind. Ich bin auch ein Quereinsteiger. Ich habe eigentlich eine Lehre als Elektriker gemacht und mich dann mit Netzen selbstständig gemacht. Und ich würde eher sagen, man sollte bei den Jugendlichen den Druck rausnehmen. Weil mit 14 ist es ganz schön schwer zu sagen, was will ich später werden oder wo bin ich überhaupt in 5 Jahren. Wenn ich zurückdenke in der Hauptschule, glaube ich nicht, dass ich jemals daran geglaubt hätte, dass ich selbstständig werde oder eine Filmproduktion habe. Da habe ich eigentlich davon geträumt, dass ich Großbaustellen in Wien mache und die abwickle. Und ich glaube, es ist nicht egal, was man macht nach der Schule, aber es ist auch nicht so ganz wichtig, wie alle tun, weil das Leben passiert und es wird auch nach der Ausbildung noch was geben. Und man sollte einfach schauen, dass man zumindest einmal in das Leben einstartet. Also irgendwas sollte man machen, aber das, was man macht, dann wirklich gescheit und wirklich mit viel Herzblut und mit Leidenschaft. Weil das ist, glaube ich, auch das, was deinen Chefs taugt, das ist auch das, was deinen Lehrern taugt, das ist auch ein selber taugt, wenn man was mit Leidenschaft macht. Und wenn man merkt, okay, es taugt dann in der Früh aufzustehen, um 4 Uhr in der Früh und Bäcker zu sein, dann sollte man das sein. Und wenn man sagt, man möchte unbedingt einmal Maschinenbauingenieur werden, dann, ja, dann sollte man Gymnasium machen und sollte nachher auf die TU Wien gehen und Maschinenbau studieren. Aber man kann halt mit 14 ganz schwer wissen, was mit 19, 20 passiert. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das Thema Selbstständigkeit in der Schule ein bisschen anspricht, weil ich bin noch nicht so lange aus der Schule, kann ich sagen, ich glaube am wenigsten lang vor da in der Runde. Und ich kann mir ganz wenig erinnern, was wir Wirtschaftswesen in der Hauptschule gemacht haben. Und das ist fast ein bisschen schade, weil oft sind die Eltern dann die Hemmschwelle, was dann ein Kind sagen, nein, mach dich nicht selbstständig, du weißt ja gar nicht, in welcher Gefahr du begibst. Wobei das auch ein Weg ist, sein Brot zu verdienen. Ich kenne sehr viele, die mit 16, 17 ein Unternehmen haben und da macht der Papa eigentlich nur alles und muss unterschreiben, die das aber relativ gut machen. Ich möchte schon sagen, dass man unbedingt Ausbildung machen soll. Das ist ganz wichtig. Aber nachher ein Schritt in die Selbstständigkeit ist auf alle Fälle eine Möglichkeit. Und ja, ich kann einfach nur mitgeben, ein bisschen den Druck rausnehmen und anchecken, für was brennt man wirklich. Du hast gerade mehrere ganz interessante Themen angesprochen, nämlich A, dass wir einfach auch in einer Zeit leben, wo man nicht mehr sich für eine Sache entscheidet und das dann ewig lang bis zur Pension weitermacht. Aber auch B, Thema Selbstständigkeit ist ja auch eine Option und dann eben auch Lehre oder weiterführende Schule. Und genau dafür gibt es ja diese Messe hier in Wieselburg. Schule und Beruf und der Messechef Werner Rohr. Sie und Ihr Team haben das Ganze da zusammengebastelt, mehr oder weniger, dass sich die Jugendlichen hier informieren können. Was konkret gibt es denn alles hier zu sehen? Die Schule und Beruf will in diesem Themenkreis einfach unterstützen, um die richtigen Wege zu finden, möglichst Irrwege vielleicht zu vermeiden, auch wenn, wie der Tobias sagt, es viele Möglichkeiten gibt, vielleicht später wieder die richtige Richtung zu finden. Das heißt, wir wollen einmal den Überblick bieten. Das gibt es einerseits in Form der vielen Betriebe, die jetzt die Lehre anbieten zur weiteren Ausbildung. Daneben gibt es natürlich viele, sehr viele weiterführende Schulen, die hier vertreten sind. Und damit ist eigentlich so mindestens das Mostviertel sehr gut abgedeckt, wo man sagt, was kann man, wenn man jetzt aus Scheibs, Wieselburg, Weidenhofen, egal wo im Mostviertel zu Hause ist, was kann man machen. Dann gibt es die dritte Ecke sozusagen mit der universitären Ausbildung. Also auch dafür gibt es Angebote, wo man sich informieren kann, wenn man jetzt vielleicht schon in der 7., 8. einer höheren Schule ist oder vor der Matura eben steht. Und zusätzlich gibt es eben Beratungsangebote seitens zum Beispiel Arbeitsmarktservice, seitens Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, WIFE, wo es sozusagen auch allgemeine Informationen gibt, um sich da den richtigen Weg zu suchen. Für uns, oder wir versuchen halt mit unserem Angebot, auch mit den vielen Workshops, wo man gerade Dinge mal probieren kann, vielleicht zum ersten Mal mit Holzarbeiten, mit Metallarbeiten, bei Hobbys, was zu backen oder was immer halt. Das heißt, mit diesen Angeboten möglichst viele Möglichkeiten zu bieten, um sich einmal vorzuinformieren. Und wir sind bewusst deshalb auch um diese Zeit, um zu sagen, okay, jetzt haben wir so am Beginn des Schuljahres, vielleicht für viele vielleicht das letzte Schuljahr. Du kannst jetzt dann schauen, wo kannst du
Welche Schulen kannst du dir beim Tag der offenen Tür anschauen? Wo kannst du vielleicht eine Schnupperlehre machen? Und da dann sozusagen den Entscheidungsprozess zu verfeinern. Jetzt einmal bei uns einen Überblick zu verschaffen und zu sehen, was gibt es für mich überhaupt? Was kommt für mich in Frage? Was liegt mir? Wo bin ich gut? Und dann sozusagen Schritt für Schritt weiterzukommen in der Entscheidung, bis man irgendwann dann so Richtung Semesterferien oder irgendwann dann eine Entscheidung treffen muss, in welcher Schule melde ich mich jetzt an oder was tue ich weiter. Vielen Dank, dass Sie das hier machen. Anhand der Schülerzahl, die ich heute schon gesehen habe, ist sie sehr gut besucht und kommt auch wirklich sehr gut an. Ich würde Sie jetzt alle noch bitten, wenn Sie Lust haben, natürlich müssen Sie nicht, direkt in unsere Gemeinde-TV-Kamera einen Geheimtipp oder einen Vorschlag abzugeben, direkt an unsere Jugendlichen hier im Bezirk und rundherum einfach zu richten, um vielleicht eine Entscheidungsfindung im Februar dann leichter zu machen. Und ich würde sagen, Ladies first, bitte. Okay. Also ich kann euch allen nur den einen Tipp geben, bitte nutzt die Schnuppertage, die was ihr in der Schule bekommt, jeden einzelnen Tag und wenn möglich noch weitere in den Ferien, weil da kann man schnuppern gehen. Aber nutzt auch die Tage der offenen Türen in den Schulen, weil man kann wirklich bei beiden, es ist einfach entscheidend, wenn man wohin geht und man fühlt, wie spürt sich das Unternehmen an, wie ist es da drinnen oder wie ist die Schule, wie sind die Leute. Ich glaube, nur dann, wenn man wirklich dort ist, wo man vor Ort ist, wenn man mal ein, zwei oder drei Tage dabei ist, dann kann man am Ende des Tages entscheiden, das taugt man oder das taugt man nicht. Herr Horas, bitte, auch von Ihnen ein Tipp. Ein Tipp an die jungen Leute, an die jungen Menschen. Ich kann euch nur einen Rat mitgeben, der heißt, schaut euch möglichst viel an in der Welt. Was gibt es zu tun? Was kann ich lernen, studieren, arbeiten? Welche Berufsmöglichkeiten gibt es? Also sich hier wirklich umzusehen, auch vielleicht im Internet, in anderen Kanälen sich umzusehen, um zu schauen, was ist am Markt da? Und dann fragt euch bitte selber, wo seid ihr mit Leidenschaft dabei gewesen? Wo seid ihr mit dem Herzen dabei gewesen? Hört auf euer Herz. Und entscheidet dann diese Frage und diese Frage der Berufswahl oder auch der Schulwahl, entscheidet sie bitte mit dem Herzen. Da macht man relativ wenig falsch, das ist mein Tipp. Vielen Dank. Ja, ich schließe mich an das ein bisschen an und würde empfehlen, habt Selbstvertrauen. Ich habe so viele junge Menschen und Kinder kennengelernt, die gut waren im Sport, in der Musik, handwerklich, schulisch. Und man muss nicht auf Einflüsterer hören. Die Mama und der Papa, irgendwann stehst du allein und dann musst du deinen Weg gehen und dann kannst du nicht mehr auf das hören, was da wer anderer irgendwann empfohlen hat. Ich glaube, unsere Jugend kann das Selbstvertrauen haben, dass sie gut sind und dass sie auf sich selber hören und vertrauen können und daraus ihre Entscheidung selber auch treffen können. Mein Tipp geht an die Eltern, weil die werden das sicher auch schauen. Setzt die Kinder nicht unter Druck. Und redet einer nichts rein. Lasst es entscheiden, wie es einer taugt. Und der Tipp an die Kinder, entscheidet, das ist jetzt schon oft gefallen, aus dem Herzen, aus der Leidenschaft. Und stellt euch vielleicht vor, wenn ihr ganz viel Geld hättet, was würdet ihr dennoch jeden Tag gern machen? Das wird es dann wahrscheinlich sein. Trifft die Entscheidung leidenschaftlich. Und lasst euch von nichts reden. Auch nicht von den Freunden, auch nicht vom Opa, Oma, Eltern, schon gar nicht von den Lehrern. Und viel Glück bei der Berufswahl. Vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich heute für uns genommen haben. Das war Gemeinde-TV vom Messegelände in Wieselburg. Auch von mir gibt es noch einen abschließenden Tipp, mit dem ich persönlich immer sehr gut gefahren bin. Macht das, was euch Spaß macht. Wir verbringen so viel Zeit in unseren Jobs. Und am Ende des Tages soll es einfach ein guter Tag gewesen sein. Wofür ihr euch auch entscheidet, ich wünsche euch alles Liebe und viel Erfolg.